Meine lieben Mystery-Freunde da draußen, die Ureinwohner Amerikas haben ein ganz besonderes Wissen, besonders wenn es um Ereignisse geht, die unsere Zukunft betreffen. Denn mehr als jeder andere Stamm in Nordamerika haben sich die Hopi-Indianer nach dem Diktat und den Forderungen dessen entwickelt, was man als Vermächtnis der Prophezeiung bezeichnen könnte. Die Vorhersagen für das kommende Leben betreffen nicht nur die Hopi selbst, sondern befassen sich mit den bevorstehenden Ereignissen auf globaler Ebene. Das Wissen der Ureinwohner Amerikas ist etwas ganz was Besonderes. Nicht nur wenn es um Legenden geht, sondern auch wenn es um bestimmte Ereignisse oder Zukunftsvorhersagen geht. So haben die Hopi-Indianer ein ganz besonderes Wissen angeeignet. Denn diese Prophezeiungen begannen kurz vor der Mitte des 20. Jahrhunderts öffentlich zu werden. Die Hopi sind eine Ansammlung von Clans, die im Laufe ihrer Wanderungen am Mittelpunkt in Nordarizona zusammenkamen. Da sie kein monolithischer Stamm sind, sind die Quellen ihrer Prophezeiungen bruchstückhaft und vielfältig. Der Mangel an erzählerischen Klarheit hat zum Teil auch mit dem geheimnisvollen Charakter der Hopi zu tun. Diese isolierten, sesshaften Bauern, die in schlichten Pueblos in der Hochwüste des amerikanischen Südwestens leben, haben von ihren Kivas unterirdische, gemeinschaftlichen Gebetsräumen aus in die Zukunft geblickt und dabei einige ziemlich beunruhigende Szenarien gesehen. Oftmals wollen sie diese Visionen nicht mit der Außenwelt teilen. In Anbetracht der Geschichte, der Ausbeutung und des Völkermordes an den amerikanischen Ureinwohnern im Allgemeinen ist dies verständlich. Wie die Maya, unter denen die Hopi einst lebten und mit denen sie später Handel trieben, stellen sich die Hopi die Zyklen der Zeit als Weltzeitalter vor. Die Hopi glauben, dass wir in der Vergangenheit drei Weltkatastrophen erlebt haben. Die erste Welt wurde durch Feuer zerstört, durch einen Kometen, einen Asteroideneinschlag oder eine Reihe von Vulkanausbrüchen. Die zweite Welt wurde durch Eis zerstört, eine große Eiszeit begann. Wie von vielen Kulturen rund um den Globus berichtet, wurde die dritte Welt durch eine gewaltige Sintflut zerstört. Wie in der christlichen Bibel erwähnt, gibt es auch bei den Hopi die Geschichte einer großen Sintflut. Und das macht die Erzählung der Hopi so interessant. Denn diese drei globale Zerstörungen waren nicht das Ergebnis zufälliger Erdveränderungen oder astrophysikalischer Phänomene, sondern der Missachtung von Mutter Erde und der spirituellen Gebote des Schöpfers durch die Menschheit. Mit anderen Worten, kataklysmische Ereignisse in der natürlichen Welt stehen in kausalem Zusammenhang mit kollektiven Übertretungen oder negativen menschlichen Handlungen. Im Gegensatz zu den Maya geben die Hopi selten genauere Daten für die Verschiebung dieser Zeitalter an. Es wurde gesagt, dass die Maya Meister der Zeit waren, während die Hopi Meister des Raumes sind. Die Zeitformen sind hier bewusst gewählt, da die Maya nicht mehr dem langen Seelenkalender mit 394 Jahreszyklen folgen. Stattdessen verwenden sie jetzt den Tolkien-Kalender mit 260 Tagen. Ein erstaunlicher, komplexes System dennoch. Erreichen wir hier in der Prophezeiung der Hopi das Ende der vierten Welt? Die Hopi, die auf ihre drei Hauptarten leben, führen im Rahmen ihres zeremoniellen Zyklus weiterhin eine Reihe von jährlichen heiligen Ritualen durch, um nicht nur sich selbst, sondern die ganze Welt im Gleichgewicht zu halten. Mit der Zeit wird diese Aufgabe immer schwieriger, denn unser heutiger Lebensstil mit seinen technischen Spielereien und ungebührlichen Verlockungen untergräbt weiterhin die traditionelle Lebensweise und die überlieferten Werte der Hopi. Immer weniger junge Hopis lernen ihre indigene Sprache, ihre Bräuche und Zeremonien. Immer mehr Jugendliche verlassen das Hopi-Land, um in städtischen Gebieten arbeiten zu können. Diejenigen, die im Reservat bleiben, sind mit stammesinternen Streitigkeiten konfrontiert und was noch viel schlimmer ist,
mit hohen Raten von Alkoholismus und zunehmenden verfügbaren tödlichen Straßendrogen. Die düsteren Anzeichen für eine indianische Version der Endzeit sind allgegenwärtig. Viele spirituelle Älteste der Hopi behaupteten, dass wir in den letzten Tagen der vierten Welle leben. Seit mehr als 60 Jahren haben verschiedene Hopi verschiedene Erdveränderungen vorausgesagt, die das Ende der gegenwärtigen Zeitalters und den Beginn der fünften Welt signalisieren. Im Jahr 1970 sprach Danka Chongwa, der im Alter von 112 Jahren verstorbene Führer des Sonnenclans aus dem Dorf Hotevilla, über die sich verschlechterten Bedingungen unserer Zeit. Wir haben Lehren und Prophezeiungen, die uns darauf hinweisen, dass wir Zeichen und Vorzeichen achten müssen, die uns Mut und Kraft geben werden, für unsere Überzeugungen einzustehen. Es wird Blut fließen. Unser Haar und unsere Kleidung werden auf der Welt verstreut sein. Die Natur wird mit ihrem mächtigen Windhauch zu uns sprechen. Es wird Erdbeben und Überschwemmungen geben, die große Katastrophen verursachen. Veränderung der Jahreszeiten und des Wetters, das Verschwinden der Tierwelt und Hungersnöte in verschiedenen Formen. Es wird allmählich zu Korruption und Verwirrung unter den Führern und den Menschen auf der ganzen Welt kommen und Kriege werden wie starke Winde aufkommen. All dies ist seit Beginn der Schöpfung geplant worden. Ein anderer spiritueller Ältester aus demselben Dorf, David Menongai, der sogar vielleicht älter wurde als sein Großvater, hat gewarnt. Wenn Erdbeben, Überschwemmungen, Hagelstürme, Dürre und Hungersnöte zum Alltag gehören, dann wird die Zeit gekommen sein, zum wahren Pfad zurückzukehren oder den Zickzackweg zu gehen. Der Zickzackweg bezieht sich auf eine Linie, die auf dem Prophecy Rock gefunden wurde. Eine Tafel mit Feldzeichnungen der Hopi im nördlichen Arizona. Der Zickzackweg ist die obere von zwei parallelen Linien. Sie stellt angeblich den Weg der zwei Herzen dar, die unserer Erdmutter Schaden zufügen und gegen die ökologischen Prinzipien und die Gesetze der Natur leben. Die unteren Linien hingegen ist der Weg der Einherzigen, die dem Boden und dem Wachstum von Mais, Bohnen und Kürbisse nahe stehen. Daher ist es wichtig, den wahren Weg der Hopi zu folgen. Der obere Weg ist von der natürlichen Welt abgekoppelt und völlig in die synthetische, hergestellten Realität von iPhones und Xbox 360 eingetaucht. Im Wesentlichen handelt es sich um einen Lebensstil, den die Hopi Koyaanisqatsi nennen, was so viel bedeutet wie Welt aus dem Gleichgewicht oder Leben in moralischen Korruption und Aufruf in Bezug auf eine Gruppe. Der niedere Weg, der in erdgebundenen Rhythmen verwurzelt ist, findet Trost und spirituelle Nahrung in Maisbollen, Sonnenlicht, durchdringenden Regenfällen und weiten Wüstenausblicken. Ein Leben im Einklang mit dem Schöpfer oder dem großen Geist. Was sind die Anzeichen für den Niedergang der vierten Welt? Einige andere Vorhersagen, die im 20. Jahrhundert von verschiedenen Ältesten der Hopi veröffentlicht wurden, schließen die Möglichkeit des Untergangs der vierten Welt ein. Dazu gehören ein zunehmender und berechenbares Klima und einige spezifische Signale oder Anzeichen für ein soziales und politisches Ungleichgewicht. Zu den prophezeiten Erdveränderungen gehören Erdbeben, Tsunamis, Wirbelstürme, Tornados, Rekordüberschwemmungen, Waldbrände, Dürre und Hungersnöte. Die Hopi sagten auch eine Reihe von technologischen Veränderungen voraus, die das Ende der vierten Welt signalisieren würden. Lange bevor dies geschah, sagten die Ältesten, dass eine Aschekugel auf die Erde fallen würde. Dies bezieht sich natürlich auf Atomexplosionen. Zuerst die Atombombenexplosion auf dem Trinity-Testgelände in New Mexico, dann die beiden Holocaust in Hiroshima und Nagasaki und schließlich die anderen Wasserstoffbombentests auf pazifischen Atollen und im amerikanischen Südwesten. Meine liebe Community da draußen,
All diese Prophezeiungen passen momentan genau in unser Weltbild. Was sehen wir? Wir sehen Umweltkatastrophen, Veränderungen und was uns eigentlich so umgibt. Genau das, was die Hopi uns prophezeiten. Nicht nur das, die Ältesten der Hopi sagten auch zahlreiche soziale Veränderungen voraus. Sie sagten, dass Hopi-Delegierte zu 4 verschiedenen Zeiten zu dem UN-Gebäude in New York reisen würden, aber jedes Mal würde ihre Bitte um Frieden ignoriert werden. Die soziale konservativen Hopi-Kultur glaubte auch, dass das Ende der vierten Welt dadurch signalisiert wird, dass Frauen beginnen, Männerkleider zu tragen. Ein Hopi-Indianer in den 50er Jahren erzählte, dass sein Großvater in den 1960ern vorausgesagt hatte, was sich auf den 11.09.2001 zu beziehen scheint. Er sagte, dass ein Ereignis eintreten würde, wenn Amerika schliefe und das Land würde zu einem donnernden Kriegsausbruch aufwachen. Wir müssen uns daran erinnern, dass Hopi-Prophezeiungen keine zeitgenössische Lesarten von Weltereignissen sind, sondern Aussagen, die vor Jahrhunderten oder vielleicht Jahrtausenden gemacht wurden. Dieser beunruhigende Kommentar zu unserem gegenwärtigen Zustand des Weltgeschehens wurde einfach über die mündliche Überlieferung der Hopi über die Generationen hinweg an die Gegenwart weitergegeben, wobei nur wenige Änderungen vorgenommen wurden. Im Sommer des Jahres 1958 fuhr ein Fahrer namens David Young durch die Four Corners Region der USA, als er einen alten Hopi-Mann namens White Future am Straßenrand auflas. Dieser spirituelle Ältesten des Bärenclans gestand, dass all seine Söhne tot seien und dass der zeremonielle Zyklus der Hopi langsam ausstirbt. Nachdem er festgestellt hatte, dass Reverend Young vertrauenswürdig war, beschloss er, 9 primäre Hopi-Prophezeiungen weiterzugeben, die zusammen die Zerstörung der vierten Welt ankündigen würden. White Future erklärte, dass diese 9 Zeichen bedeuten würden, dass die vierte Welt bald zu Ende gehen würde. Er sagte, dass seine Vorfahren alle folgenden Ereignisse vorausgesagt hätten, lange bevor sie eintrafen. Weißhäutige Menschen würden das Land in Besitz nehmen und Donnerstöcke tragen, die wie Blitze einschlagen. Gemeint sind Gewehre und Pistolen. Sich drehende Räder mit Stimmen darin würden kommen. Übersetzt heißt das Ganze, surrende Wagenräder und oder heulende Autoreifen oder Alternative, das Drehen von Schallplatten und CDs. Riesige, seltsame Tiere würden erscheinen, die wie Büffel aussehen, aber lange Hörner haben. Damit sind Rinder gemeint. Schlangen aus Eisen würden sich über das Land ausbreiten, übersetzt Eisenbahnen. Ein riesiges Spinnennetz würde das Land durchziehen. Übersetzt heißt das Ganze Telegraph, Telefon, Stromleitungen und auch das Internet. Flüsse aus Stein, die in der Sonne Bilder machen, würden das Hopi-Land durchziehen. Übersetzt heißt das Autobahnen in der Wüste mit ihren Wasserspiegelungen, Solaranlagen und eventuell auch Satelliten. Der Ozean würde sich schwarz färben und alle Lebewesen darin würden sterben. Gemeint sind die Ölpest im Golf von Mexiko oder die noch kommen werden. Junge Menschen mit langen Haaren würden ins Hopi-Land kommen, um die Lebensweise der Ureinwohner zu erlernen. Damit ist gemeint die Revolution der Gegenkultur in den späten 60er und frühen 70er Jahren. Eine Himmelsbehausung würde auf die Erde stürzen und dabei einen leuchtenden blauen Stern hervorbringen. Der Blue Star Kachina nahm seine Maske auf dem Dorfplatz während eines heiligen Kachina-Tanzes ab. Danach hörten alle Hopi-Zeremonien vollständig auf. Ihr werdet euch nun fragen, was ein Kachina ist. Ein Kachina ist ein Bote zwischen der Welt der Götter und der Welt der Menschen. Sie sind vergleichbar mit den Engeln in der christlichen Religion. All diese Vorzeichen sind nicht streng chronologisch, aber das letzte Zeichen wird die Reihe mit Sicherheit abschließen und möglicherweise das Ende der vierten Welt einläuten.
Das letzte Zeichen könnte vielleicht ein Unglück der Raumstation ISS sein. Oder vielleicht etwas ganz was anderes, was vielleicht erst noch kommen wird. Wir werden es sehen. Und vielleicht wird dort oben auch etwas Unerwartetes erscheinen, was vielleicht das Ganze auch wie einen blauen Stern aussehen lässt. Womöglich ein fremdes Objekt oder ein neuer Stern am Himmel. Oder es liest sich heraus, dass es sich dabei um die absichtlich zerstörte Mir handelt, die dann auf die Erde herabgestürzt ist. Und der blaue Stern könnte eventuell die neue Raumstation ISS sein. Weiße Feder sagte weiter, dass der Abschluss der vierten Welt von großen Kriegen und Massenvernichtung begleitet sein würde. Er glaubte, dass dies vor allem in den Ländern geschehen würde, in denen das erste Licht der Weisheit erschien. Vielleicht im Nahen oder Mittleren Osten. Feurige Rauchsäulen würden aufsteigen, was uns an die surrealischen Szene erinnern könnte, als Saddam Hussein während des ersten Golfkriegs seine Ölquellen in Brand setzte. Dies sind die Zeichen dafür, dass eine große Zerstörung bevorsteht. Die Welt wird hin und her schwanken. Der weiße Mann wird in anderen Ländern gegen andere Völker kämpfen, mit denen, die das erste Licht der Weisheit besaßen. Es wird viele Rauchsäulen und Feuer geben, wie sie weiße Feder in der Wüste nicht weit von hier hat entstehen sehen. Nur die, die kommen, werden Krankheiten und ein großes Sterben verursachen. Viele meines Volkes, die die Prophezeiung verstehen, werden in Sicherheit sein. Auch diejenigen, die an den Orten meines Volkes bleiben und dort leben, werden sicher sein. Andererseits sollen wir nicht so tun, als wären wir eine neue Art. Die Hopi glauben im Grunde, dass die Menschheit durch eine sehr raue Periode gehen muss, die Reinigung genannt wird. Eine Art universelle Feuerprobe. Die Prüfung wird im Wesentlichen die Spreu vom Weizen trennen. Das Ende der vierten Welt wird also für einige härter sein als für andere. Ein anderer spiritueller Ältester namens Dan Evehema, ebenfalls aus dem Dorf Hotevilla und ebenfalls über 100 Jahre alt, als er starb, sprach über die kosmischen Folgen dessen, was wir heute Einkommensungleichheit nennen. Er behauptete, dass der Tag der Reinigung entweder in der totalen Wiedergeburt oder der totalen Vernichtung gipfeln wird. Wir wissen nicht was, aber die Wahl liegt bei euch. Krieg und Naturkatastrophen können involviert sein. Das Ausmaß der Gewalt wird sich nach dem Grad der Ungleichheit richten, die zwischen den Völkern der Welt und im Gleichgewicht mit der Natur herrscht. In dieser Krise werden Reiche und Arme gezwungen sein, als Gleiche zu kämpfen, um zu überleben. Meine liebe Community-Freunde da draußen, die Hopis glauben nicht, dass dies das Ende der Welt sein wird, sondern sie glauben daran, dass es ein Beginn eines neuen Zyklus sein wird, so eben wie auch in der Geschichte der Maya-Kultur. Sie wird dann unsere Herzen und unseren Verstand öffnen, wenn ein neues Zeitalter anbricht, indem die Menschen durch das Feuer erneuert und gereinigt werden. Es wird wie das reine Gold eines neuen Tages sein. Aber Feuer ist rot und wenn es das Kommando übernimmt, wird es die Kräfte der Natur in Bewegung setzen. Dann werden wir wissen, dass der Tag der Reinigung gekommen ist. Wir alle sind die Hüter des Lebens. Das Gleichgewicht der Natur hängt von uns ab. Die Welt wird so sein, wie wir sie haben wollen. Diese Worte erklären uns, dass es nicht gänzlich das Ende aller Menschheit sein wird, sondern es wird dadurch eine Reinigung geben. Die Menschheit wird neu, sag ich mal, neu geboren. Und in dieser Zeit werden ganz, ganz viele Veränderungen auf uns zukommen. Und diese Veränderungen spüren wir mittlerweile jetzt schon. Natürlich wird es auch Konflikte geben, Kriege. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass der Mensch so in seinem Verstand ist, dass er jetzt nicht bereit ist, die Menschheit zu vernichten. Denn was hätte er davon? Im Grunde geht es eigentlich nur um Reichtum, Macht und Besitz in dieser Welt. Und dennoch weiß man nie, wer vorne dran sitzt und doch vielleicht einmal den roten Knopf drückt.
Dass man viele Dinge falsch deutet, ist mittlerweile ja bekannt. Wir erinnern uns an den sogenannten Maya-Kalender. Der endete 2012. Und alle glaubten, dass dies das Ende der Welt verkünden würde. Im Endeffekt war das nur einfach so, dass der Maya-Kalender im Jahre 2012 endete. Und dadurch begann ein neuer Zyklus. Und der Maya-Kalender beginnt einfach von vorne. Umweltkatastrophe, Kriege, Naturgewalten und Klimaveränderungen gab es auch schon früher. Und die Mayas haben dies alles in den Maya-Kalender mit eingebracht. Es wird die Zeit kommen, wo alles wiederkehren wird, so wie die Mayas oder die Hopi es auch berichten. So werden wir sicherlich auch in hunderten von Jahren sicherlich auch wieder mit neuen, sag ich mal, mit neuen Veränderungen zu rechnen haben. Auch das Klima wird sich verändern, ohne dass der Mensch hier irgendwie persönlich eingreift. Die Natur macht es von selbst. Es gab früher Gebiete, in denen es kälter war und heute wärmer ist. Also wird es so wieder sein, dass in diesen Gebieten, wo es wärmer ist, wieder kälter wird. Das ist einfach der Lauf der Natur. Und dies kann der Mensch nicht verändern. Er kann dieses Klima vielleicht beschleunigen oder diese Veränderung hervorrufen, aber er kann sie gewissermaßen nicht stoppen. Dürre und Eiszeiten werden ebenfalls auf uns zukommen. Was vielleicht nicht mehr kommen wird, wird eine Sintflut sein. Das war noch in der Zeit, als die Welt im Aufbau war, als es vor dieser Sintflut Arten und Geschöpfe gab, die für uns fremdlich waren. Und dann brach die Sintflut herein. Und ich denke mal nicht, dass all dies wiederkehren wird. Aber wir werden dennoch mit großen Veränderungen konfrontiert werden. In all seinen Bereichen. Ich hoffe, der Mensch an sich ist klug genug, dass er sich nicht selbst zerstört. Aber die Welt, die wir kennen, wird es auch in tausenden von Jahren noch geben. Ob mit dem Menschen oder ohne Menschen. Ja, meine lieben Mystery-Freunde da draußen, somit sind wir wieder am Schluss angekommen. Und ich sage in meinem Dialekt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es ist doch einmal interessant zu hören, was so die Ureinwohner zu berichten haben. Das Wissen der Ureinwohner in Amerika, das ist ja etwas ganz was Besonderes. Das hat so damals Binsket. Nur ist es in Vergessenheit geraten. Und die Hopi-Indianer, die entwickeln sich ja auch weiter. Die sind heutzutage Büroangestellte, arbeiten in Fabriken oder sind verarmt, wie auch denn. Und da vergisst man nachher halt das alte Wissen. Das alte Wissen vergessen nur wir. Und ich sage auf meiner Seite her, viel Dank, bis zum nächsten Mal.